Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Nahostkonflikt setzt Israel jetzt offenbar auf eine Doppelstrategie aus Zugeständnissen und militärischer Härte. Bei Razzien in Flüchtlingslagern nahm die Armee mehr als 1000 Palästinenser fest. Die dreimonatige Blockade von Palästinenser Präsident Arafat in Ramallah wurde aufgehoben. Arafat darf sich im Westjordanland und im Gazastreifen wieder frei bewegen. Zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Sharon die Forderung fallen lassen, erst nach einer siebentägigen Waffenruhe neue Verhandlungen zu beginnen. Besiegt Arafat, vernichtet den Terror. Tausende macht in Tel Aviv am Abend Druck auf Sharon. Im Parlament beginnt seine Mehrheit zu bröckeln. Sieben Ultrarechte scheren aus der Koalition aus. Politische Verhandlungen mit den Palästinensern vor einer Waffenruhe ist Betrug an den Wählern. Am Mittag verhandelt in Jerusalem 2 Stunden lang Israels Außenminister Peres mit dem palästinensischen Chefunterhändler Erekat. Es gibt kein Ergebnis. Wir haben unsere Forderungen klargemacht. Keine weitere Eskalation, kein Militäranmarsch in unsere Städte, keine gezielte Tötung mehr. Im Flüchtlingslager der Hesche lässt Sharon noch einmal hart durchgreifen. 600 Palästinenser werden zusammengetrieben und zu einem Verhör gebracht. Diese Art der Suche nach Terroristen stößt auch in Israel auf Kritik. Ich hoffe, dass mit der Ankunft des US-Vermittlers Sinni beide Seiten den Tenet-Plan für einen Waffenstillstand ohne Diskussion umsetzen. Im Morgengrauen waren über 50 Panzer in die palästinensische Stadt Qalqilya eingerückt. Augenzeugen berichten, dass die Soldaten Haus für Haus nach militanten Palästinensern durchsuchten. Bei seiner Doppelstrategie setzt Regierungschef Sharon jetzt mehr auf eine politische Lösung. Sicherheit ist militärisch nicht durchsetzbar. Jetzt hofft er, dass die Palästinenser den Waffenstillstand abschließen und auch einhalten werden. Und beide Seiten könnten sich sogar auf die Stationierung amerikanischer Beobachter einigen. Ein halbes Jahr nach den Terroranschlägen am 11. September haben die Amerikaner der Opfer gedacht. Präsident Bush verknüpfte das Gedenken mit einer Zwischenbilanz des Kampfes gegen den Terrorismus. In einer Rede in Washington beschwor er Verbündete der USA, auch weiterhin die Gefahr des weltweiten Terrors ernst zu nehmen. Der Knabenchor aus Harlem singt den Gospel der Einheit. Gemeinsam stehen wir und fallen im Streit. Der Präsident, dem oft einseitiges Handeln vorgeworfen wird, lässt eine Gedenkfeier inszenieren, die internationale Solidarität zeigen soll. Die Alliierten, die ihm vor 8 Wochen im Bericht zur Lage der Nation nicht der Rede wert waren, wurden heute gewürdigt. Wir haben junge Menschen verloren aus Deutschland, Dänemark, Afghanistan und Amerika und trauern um sie. Im Blick nach vorn besteht Bush nach wie vor darauf, Staaten mit Massenvernichtungswaffen ein Ultimatum zu stellen. Da können wir uns keine Fehler leisten, sagt er. Unsere Allianz muss überlegt handeln, aber Tatenlosigkeit kommt nicht in Frage. But inaction is not an option. Im Augenblick des ersten Einschlags, Gedenkminute auch in New York. Das ist die einzig bekannte Aufnahme vom Beginn der Katastrophe. Teil eines ganzen Films. Mit nie gesehenen Bildern aus dem Inneren der einstürzenden Gebäude. Gestern Abend weckte damit das US-Network CBS Erinnerungen an den Schrecken. Eine eindrucksvolle Dokumentation, die in Deutschland die ARD am 11. September sendet. 6 Monate ist das erst her, zu früh für einen Jahrestag. Aber der Präsident wollte nicht länger warten, zu sagen, das Blatt hat sich gewendet. Amerika wird den weltweiten Terror auslöschen oder zumindest unter Kontrolle bringen. Andere warnen, das sei nicht möglich mit militärischen Mitteln. Aber dieses Land traut es sich zu. Heute, 6 Monate nach dem schrecklichen Erwachen. Im Zusammenhang mit angeblichen US-Plänen für neue Atomwaffen hat die Bundesregierung ihr Interesse an der Abrüstung bekräftigt. Ihr Sprecher Haye sagte heute, Deutschland sei entschieden dafür, die nuklearen Potenziale zurückzuführen. Zu berichten über eine erweiterte Pentagon-Liste mit möglichen atomaren Zielen, sagte er, es gebe keine US-Angriffspläne. Von derartigen Plänen zu sprechen, sei eine Zuspitzung, die die Sachlage nicht treffe.
Die SPD will aus der Spendenaffäre in Köln möglichst schnell Konsequenzen ziehen. Zunächst sollten aber die Ehrenerklärungen von Mandatsträgern abgewartet werden, sagte Generalsekretär Müntefering. Zugleich setzte er sich dafür ein, dass Großspenden künftig nicht an untere Parteigliederungen, sondern an die Bundeskasse fließen. Neue Vorwürfe, die Kölner SPD habe auch Spendenquittungen für Dienstleistungen ausgestellt, wies Müntefering zurück. Der Kanzler und der SPD-Generalsekretär waren an den Rhein gekommen, um über Arbeit und Wirtschaft zu sprechen. Aber auch hier ließ ihnen der Kölner Spendenskandal keine Ruhe. Alle hoffen jetzt auf die erste Zwischenbilanz, die in wenigen Minuten hier in der Landeshauptstadt gezogen werden soll. Wir sind alle entsetzt über den Vorgang, das ist klar. Und wir wissen auch, dass das Wirkung haben kann bei den Menschen und auch hat. Und deshalb ist unsere Chance, die werden wir allerdings auch nutzen, schnell aufzuklären und die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Und wenn uns das gelingt, bin ich auch sicher, ist das nichts, was uns im Wahlkampf belasten wird. Ministerpräsident Clement geht davon aus, dass alle 16 Mandatsträger aus Köln die sogenannte Ehrenerklärung unterschrieben haben. Darin versichern sie, keine fingierten Spendenquittungen erhalten zu haben. Ich denke, wir bekommen dann die Erklärungen aller Abgeordneten. Und wir werden so rasch wie möglich, das heißt, ich hoffe, noch in dieser Woche für die notwendige Klarheit sorgen, soweit es die sogenannte Spendenaffäre zulasten der SPD in Nordrhein-Westfalen angeht. Zur Stunde ist das SPD-Landespräsidium in Düsseldorf zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Eine Woche nach Bekanntwerden der Parteispendenaffäre sollen erste Konsequenzen gezogen werden. Gleich wird sich zeigen, ob die vollmundigen Versprechungen zu einer schnellen Aufklärung auch tatsächlich eingehalten werden können. Denn selbst wenn alle NRW-Genossen auf der Liste unterschrieben haben, so ist immer noch unklar, wer neben dem Entsorger Trinekins die anderen Spender sind. Und vor allem, welche SPD-Politiker möglicherweise noch beteiligt sind. Nach dem Grundsatzurteil zu den Stasi-Akten hat Bundeskanzler Schröder vor einer Ungleichbehandlung von Ost- und Westdeutschen gewarnt. Es könne nicht angehen, dass ehemalige DDR-Bürger ihre Unschuld beweisen müssten, während Westdeutsche grundsätzlich als Opfer gelten, sagte er der Leipziger Volkszeitung. Während die PDS den Vorstoß begrüßte, stieß er bei Union und auch in der SPD auf Kritik. Nach dem Urteil dürfen Stasi-Akten über Prominente aus Gründen des Opferschutzes nicht ohne deren Zustimmung veröffentlicht werden. In den bundesweiten Bestechungsskandal an Krankenhäusern sind möglicherweise mehr Ärzte verwickelt als bislang bekannt. Die Staatsanwaltschaft München sprach heute von 4000 Ermittlungsverfahren. Ärzte seien für das Verschreiben bestimmter Medikamente des Pharmakonzerns SmithKline-Beecham, heute GlaxoSmithKline, mit Vergnügungsreisen belohnt worden. In Einzelfällen hätten Mediziner bis zu 50.000 Mark vom Unternehmen bekommen. Anfangs ging es dem Pharma-Riesen SmithKline-Beecham nur um die Platzierung seiner neuen Blutdrucksenkungsmittel, später um die Vermarktung der ganzen Produktpalette. Der Konzern lud Ärzte aus 100 Krankenhäusern zu Reisen ein, die vorwiegend Vergnügungscharakter hatten, und bezahlte für Studien, die nicht erstellt werden mussten. Einzige Gegenleistung: die Ärzte mussten ihren Patienten die neuen Präparate des Unternehmens verschreiben. Die Ärzte haben diese Produkte verschrieben, und als Gegenleistung haben diejenigen, die sehr gut für die Firma gearbeitet haben, entsprechende Reisen bekommen, bei denen nicht nur die medizinische Fortbildung im Vordergrund stand, es wurden auch die Reisen der Ehefrauen mitfinanziert. Rund 3.500 Verfahren hat die Staatsanwaltschaft in ganz Deutschland eingeleitet. 2.200 davon wegen Geringfügigkeit zwar wieder eingestellt, die Ärzte hatten in diesen Fällen weniger als 1.000 Mark erhalten. Doch bleiben etwa 1.300 Verfahren, in denen es um illegale Zuwendungen von bis zu 50.000 Mark geht. Es besteht kein Grund, bestechliche Ärzte zu schützen. Aber es ist dringend an der Zeit. Nach Lipobay ist das nun immerhin der zweite Skandal in kurzer Zeit, dass die Pharmaindustrie endlich ihre Vertriebsmethoden auf den Prüfstand legt und sich mal genau fragt, mit welchen Mitteln sie eigentlich ihre Mittel in den Markt drückt. Staatsanwaltliche Verfahren laufen übrigens auch gegen 400 Außendienstmitarbeiter des Pharmakonzerns. Das Nachfolgeunternehmen GlaxoSmithKline erklärte, man lege größten Wert auf rückhaltlose Aufklärung der Vorgänge. Der Mannheimer Baukonzern Bilfinger Berger hat Interesse an einer Übernahme von Philipp Holzmann bekundet. Ein Einstieg komme aber nur dann in Frage, wenn ein Schlussstrich unter die finanziellen Lasten aus früheren Geschäften des Frankfurter Unternehmens gezogen werde. Holzmann hat Medienberichten zufolge im vergangenen Jahr erneut hohe Verluste gemacht. Im Herbst 1999 war der Konkurs des Bauriesen von Bundeskanzler Schröder abgewendet worden.
Vor der italienischen Küste ist erneut ein Flüchtlingsboot entdeckt worden. Bei Otranto fand die Küstenwache 20 illegale Einwanderer und 6 Leichen in einem Schlauchboot. Die Überlebenden werden in Krankenhäusern versorgt. Es gibt auch noch Vermisste. Die Herkunft der Flüchtlinge ist bislang unklar. Erst am Freitag waren vor der italienischen Küste mehr als 50 Flüchtlinge ertrunken. Länger als geplant dauern die Präsidentschaftswahlen in Simbabwe. Sie wurden auf Beschluss des obersten zivilen Gerichts um einen Tag verlängert. Die Opposition warf der Regierung Mugabe massive Manipulation vor und beantragte für morgen eine weitere Verlängerung des Urnengangs. Auch heute Abend standen die Menschen in den Townships von Harare an zum Wählen mit großem Ernst entschlossen. 3 Tage hat dieser Marathon für sie nun gedauert. Die Regierung hatte die Anzahl der Wahllokale in den großen Städten halbiert. Dort ist die Opposition stark und deren Anhänger sollten wohl abgeschreckt werden. So hörten wir das immer wieder. Die Regierung will verhindern, dass die Menschen in Harare wählen. Deswegen geht es so langsam. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Offiziellen und Wählern. Heute begann der Urnengang mit 5 Stunden Verspätung, ein Versteckspiel mit arithmetischen Folgen. Von knapp 6 Millionen Wahlberechtigten hat bisher nur etwa die Hälfte abgestimmt. Pressekonferenz des Oppositionsführers Tsvangirai heute Mittag. Er bestätigte die Festnahme seines Generalsekretärs und dessen Stellvertreter. Tsvangirai deutete einen Rückzug seiner Partei an, falls die Behinderungen weitergingen. Wir werden uns nicht an einem illegalen Prozess beteiligen, bei dem Tausende vom Wahlgang ausgeschlossen werden. Doch es erscheint derzeit unwahrscheinlich, dass die Regierung noch einen weiteren Wahltag zulassen wird. Die Lage ist gespannt. Von einem westlichen Standpunkt aus gesehen, haben diese Wahlen wohl ihre Glaubwürdigkeit verloren, wenn da nicht die Menschen von Simbabwe wären. Sie haben mit ihrer Ausdauer und ihrer Geduld bewiesen, dass die Demokratie in diesem Land noch lebendig ist. Die Publizistin Marion Gräfin Dönhoff ist tot. Die Herausgeberin der Wochenzeitung Die Zeit starb in der vergangenen Nacht im Alter von 92 Jahren. Dönhoff galt als eine der renommiertesten politischen Journalistinnen in Deutschland. Bundespräsident Rau würdigte sie heute als große Deutsche. Auf die Ehrendoktorwürde einer polnischen Universität war die gebürtige Ostpreußin besonders stolz. Die Versöhnung mit Polen, ein persönliches Anliegen. Trotz vieler Widerstände ließ sich Marion Gräfin Dönhoff nie von ihren Zielen abbringen. Ich selber würde alles wieder ebenso machen, glaube ich. Vielleicht sollte ich mehr Einsicht haben und mich bessern und eine Vorstellung haben, was man besser machen kann. Aber das habe ich ja eigentlich nicht. Hier auf Schloss Friedrichstein in Ostpreußen wurde Marion Gräfin Dönhoff 1909 geboren. Sie studierte Volkswirtschaft und promovierte. Während der Nazi-Herrschaft gehörte sie zum Widerstand des 20. Juli. 1945 floh sie vor der Roten Armee gen Westen. Bei der gerade gegründeten Wochenzeitschrift Die Zeit beginnt ihr zweites Leben als Journalistin. Sie leitet zunächst das Politikressort, später wird sie Chefredakteurin. Als politische Journalistin diskutiert sie mit vielen politischen Größen ihrer Zeit. Gorbatschow, Brandt, Schmidt, sie schätzten Gräfin Dönhoffs Verstand. Für mich war sie und bleibt sie ein Vorbild, weil sie mit Klugheit und Urteilskraft in der Lage war, sich ihr eigenes Urteil zu bilden, weil sie mit Tapferkeit ihr eigenes Urteil vertrat. Ohne die Arbeit konnte die langjährige Zeitherausgeberin nicht leben. Der Journalismus blieb bis zuletzt Leidenschaft und Berufung.